heute arbeiten wir mal für einen ganzen Tag lang als Künstler, wo wir unsere eigenen richtig krassen Skulpturen bauen werden und diese verkaufen werden und somit reich werden. Gib mir all euer Geld her. Und ich würde sagen, wir fangen sofort an. Ab geht es mit unserer Skulptur. Da noch ein Block, da noch ein Block und wir sind fertig. So sieht unser Meisterwerk aus. Tada. Mal schauen, ob das Ganze irgendwer kaufen wird. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie viel Geld wir heute verdienen werden. Und damit, hey Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich, hey, sehr, sehr glücklich machen. Hey, falsche Richtung. Und wir arbeiten mal heute einen ganzen Tag lang als Bilder. Ihr seht es. Und in diesem Spiel geht es auf jeden Fall ähnlich wie dem Spiel Starving Artist. Nicht nur darum, Zeichnungen zu zeichnen und diese zu verkaufen, sondern hier können wir einfach eigene Skulpturen bauen. Das bedeutet, das ist einfach wie Starving Artist, nur in 3D. Und ja, wie findet ihr meinen Smiley? Und damit können wir auch wie in Starving Artist einfach Robux verdienen. Aber ich würde sagen, so, wir löschen dich mal so, Kollege. Ich glaube, das wird hier nichts. Aber ich bin auf jeden Fall ready für unsere allererste Zeichnung. Hier links können wir auf jeden Fall, oh, wir nehmen mal so ein schönes Rot hier. So, ein Rot wie Tomaten. So, welches Rot nehmen wir denn? So, ich glaube, das ist hier perfekt. Und dann werden wir unsere eigene Skulptur bauen hier. So, dann würde ich sagen, wir fangen direkt an. Und blub. Okay, okay, das ist so ein schöner roter Ton. So, mal schauen, wann ihr auf jeden Fall erraten werdet, Freunde, was ich hier bauen werde. Oh ja, und ich hoffe, das Ganze wird überhaupt am Ende gut aussehen. Nicht, dass es hier gleich kompletter Fail wird. So, alles klar. Wie findet ihr bis jetzt meine Skulptur? Wir bauen hier noch ein bisschen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob dann hier unser Bauwerk hier irgendwer kaufen wird mit Robux. Weil wenn jemand natürlich hier diese Robux kauft, dann werde ich diese Robux hier bekommen. Das wäre natürlich hier mein Ziel. Ich würde sagen, komm, wir machen das Ganze hier noch so ein bisschen dicker hier. So, lalalala. Und sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ja, doch, 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 das gefällt mir. Also, bis jetzt kann man es auf jeden Fall noch nicht erkennen. Aber die Skulptur ist natürlich bei weitem noch nicht fertig. Das sieht ein bisschen aus wie eine Brücke und so. Und gleich werden wir uns mal anschauen, was auch so die anderen gebaut haben. So, da kommt hier noch was hin. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt... Ja, ich muss da oben klettern. Ich muss mein Kunstwerk... Aha, genauer betrachten hier. Oh ja, als Künstler. Und mal schauen, wie viele Robux wir dann hier verlangen werden für dieses Kunstwerk. Wir können natürlich den Preis selber entscheiden. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt. So, zack, 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 zack. Hier noch alles platzieren. Tada! So sieht bis jetzt hier unsere Skulptur auf. Hey, warte mal, was macht der denn? Hey, auf, mir nachzubauen. Der schaut sich einfach an, wie ich das Ganze baue und denkt so, okay, ich mache das Ganze einfach nach. So, dann würde ich sagen, kommt hier auf jeden Fall auf. Oh, je nach ganz hinten von unserer Skulptur kommt auch sowas hin. So, wie soll man das am besten machen? Ich glaube, ja, das gefällt mir doch sehr, sehr gut. Guck mal, wir können so viel rauszoomen, wie wir wollen. Dann platzieren wir hier hinter. Und Freunde, könnt ihr auf jeden Fall schon erkennen, was das Ganze sein wird. Und jetzt fehlt uns doch eigentlich eine Farbe. Welche Farbe nehmen wir? Wir nehmen so einen bläulichen Ton. Wir schauen uns das Ganze mal so an. Hey, da ist mir wieder runtergefallen. Und dann bauen wir hier unser Meisterwerk hier zu Ende. Ihr seht es. Könnt ihr schon erkennen, was das Ganze sein wird. Und Freunde, wir sind jetzt... Oh, warte mal. Ups. Kleiner Fehler. Fusch am Baum. Und da sind wir fertig, Freunde. Wir verkaufen nämlich hier eine Among Us-Skulptur. Oh ja. Und dann schauen wir mal. Was können wir eigentlich noch machen? Hier ist so ein Flugzeug. Und ah, da können wir uns ein Flugzeug kaufen. Ich will kein Flugzeug. Und hier rechts haben wir sogar verschiedene Formen oder irgendwie sowas. Warte mal. Was ist das denn hier? Können wir jetzt eigentlich hier... Oh, warte mal. Wir können das Ganze sogar so drehen. Ah, und dann können wir sogar hier die Farbe so auswählen. Und dann würde ich sagen, ja, wir nehmen mal hier diese runden Bällchen. Und das ist jetzt hier der Po einfach. Haha, das sind hier die Po-Backen von unserem Among Us. Ja, ja, ja. Jedes einzelne Detail wurde auf jeden Fall genauestens vom Künstler bedacht, was er sich dabei gedacht hat. Und dann würde ich sagen, klick mir auf Next. Katsching. Speichere das Ganze ab oder verkaufe ich. Ich würde sagen, wir verkaufen das Ganze. Wir fangen an mit 2 Robux. Komm schon, Freunde. Wird irgendwer diese Skulptur kaufen mit 2 Robux? Ha! Man denkt so, oh, wunderschöne Among Us-Statue. Oder guck mal nach hinten und dann, ha! Da sind einfach so 2 Po-Backen am Start. Okay, okay. Ich hoffe, irgendwie wird es gehen, um das Ganze zu verkaufen. Aber ich würde sagen, in der Zeit schauen wir uns mal nach weiteren Künstlern um. Und was steht da? Hote. Alles klar. Was hast du denn hier für eine coole Skulptur? Interessant. Was hat der Künstler sich nur bei diesem Meisterwerk gedacht hier? Was ist das denn? Ich glaube, der ist hier noch am Bauen. Also kann ich mir das Ganze kaufen? Nee, aber ich kann das Ganze liken. Daumen nach oben. Das ist wunderschön, muss ich sagen. Schaut euch das Ganze mal. Hier, Generous. Der hat schon richtig viele Robux gespendet. Vielleicht kauft er hier auch meine Among Us-Skulptur. Was baut der Kollege hier? Aha, der ist auf jeden Fall auch hier fleißig am Bauen. Was auch immer das wird, okay. Wir haben hier so Treppenstufen. Und dann haben wir hier noch links so irgendwas nach oben. Vielleicht ein Pokémon oder sowas. Alles klar. Dann würde ich sagen, geh mir weiter. Haha, was ist das denn hier, Freunde? Die beste Ente
Special ever. AFK. Wir schauen uns mal um. Oh Gott, ihr seht es. Er hat bis jetzt 0 Robux. Verkauft ihn. Der sieht genauso rund aus wie die Ente. Kein Unterschied zwischen den beiden. Der steht hier auf jeden Fall rum und 100 Robux kostet die Ente. Oh mein Gott, die sieht aber lustig aus, Freunde. Sollen wir uns die einfach mal gönnen? Wir gönnen uns jetzt mal hier diese Ente. Sehr, sehr gut. Das bedeutet, er hat jetzt auf jeden Fall durch unseren Kauf von 100 Robux 100 Robux verdient. Hier, bitteschön. Katsching. Oh yeah. Dankeschön. Na toll, er ist einfach AFK. Der checkt gar nicht, dass er hier gerade fett Cash gemacht hat durch uns. Katzenzoo steht hier. Alles klar. Was haben wir jetzt hier am Stand? Oh, die ist auch fleißig am Bauen, muss ich sagen. Und yo, wir können sogar sprinten. Haustieradoption. Okay. Deal with it. Okay, der ist auch hier am Bauen. Aber noch keine Skulptur. Alter, ist doch fertig. Was ist das denn? Oh mein Gott. Und oh mein Gott. Okay, Freunde. Ich glaube, da ist unsere Among Us mit den zwei Pobacken auf jeden Fall ein kleiner Furz dagegen. Und Alter, was ist das denn hier? Das wurde ja neu gebaut. Und 64 Robux hat er bis jetzt verkauft. Wie viel kostet das Ganze? 200 Robux für den Big Ben einfach. Boah, sieht das heftig aus. Und was ist das hier? 60 Robux. Irgend so eine Charakter. Alter, der auf dem Thron sitzt. Junge, das sind ja richtige Kunstwerke dabei. Und yo, die Freiheitsstatue. Oh mein Gott, für 60 Robux, oder? Ich würde sagen, komm, wir gönnen uns das Ganze. Die Freiheitsstatue. Die ist ja übertrieben cool, ey, muss ich sagen. 60 Robux. Da haben wir ein Schnäpperchen gemacht. Ich meine, der Big Ben hat 200 gekostet. Hier, bitteschön, Kollege. Katsching. Ja, sehr, sehr gut. Oh, freust du dich? Komm, freu dich. Ey, lacht schon. Ja, sagst du Dankeschön. Oh ja, und yo, Alter, was? Der hat das auch gekauft. Das gehörte dem gar nicht, Junge. Wir haben jetzt einfach zwei Sachen dem abgekauft. Okay, was ist hier? Ich stehe einfach gar nichts drauf auf dem Schild. Interessant, interessant. Aber das gibt erstmal ein Like hier, Freunde. Man kann auch hier die Skulpturen von den anderen Leuten hier liken. Okay, dann schauen wir jetzt mal hier ein bisschen weiter um. Aber ich glaube, viel mehr gibt es hier. Mein Gott, SpongeBob. Nicht zu entdecken, Junge. Einfach hier SpongeBob 50 Stars. Oh mein Gott, wenn der jetzt nicht zu teuer ist, dann werden wir den auf jeden Fall auch mal gönnen. Was? Ah, der ist noch nicht zum Verkauf freigeschaltet, oder? Hallo? Junge, das muss ja richtig viel Arbeit gewesen sein. Einfach hier SpongeBob. Und yo, wir haben wieder Disco. Disco. Und der hat bis jetzt 0 Robux verkauft. Aber, Junge, man kann die Sachen ja auch nicht verkaufen, ey. Naja, ich meine, für den SpongeBob kriegst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Junge, 25 Likes hat der SpongeBob schon. Gib dir mal zu verkaufen. Was haben wir denn hier? Für eine wunderschöne Statue am Start. Ach ja, was hat der Künstler sich nur bei diesem Meisterwerk gedacht? Und, ach, zwei Pobäckchen haben wir sogar am Start. Interessant, interessant. Für meine Skulptur steht auf jeden Fall jetzt hier auch rum. So, das wollte ich aber noch schauen. Da hinten ist noch was. Was geht denn da ab? Guckt euch. Oh, okay. Dann gucken wir uns das Ganze eben nicht an. Der hat das wieder entfernt. Und Freunde, jetzt können wir hier zum Beispiel, hier, weil wir die Ente gekauft haben, hier zum Beispiel die Ente verkaufen. Zum Beispiel für, ich würde mal sagen, 50 Robux könnt ihr die Ente kaufen. Kauft meine Quietsch-Quietsch-Quark-Ente hier am Start. Let's go. Und wir können sogar, was haben wir denn noch gekauft? Ah, genau, die Freiheitsstatue. Oh mein Gott, würde ich sagen, wir verkaufen das Ganze jetzt für 100 Robux. Oh ja, let's go. Guckt euch das Ganze mal. Das sind jetzt hier unsere Skulpturen, die wir hier verkaufen. Ha, die Ente sieht echt lustig aus. Okay, Freunde, da sind wir jetzt auf jeden Fall in einer neuen Lobby angekommen. Und mal schauen, was die Leute hier in der Lobby für Kunstwerke gebaut haben. Und Alter, man kann sogar hier auf die Freiheitsstatue, das habe ich gar nicht gesehen, hier sogar hochklettern. Ey, Junge, ich hoffe, irgendwer wird auf jeden Fall dieses Meisterwerk hier kaufen. Also ich meine natürlich hier meine Among Us und die Ente. Und wir schauen uns mal hier ein bisschen um, was hier gebaut wurde. Hey, der hat auch so eine Among Us gebaut, ey. Was ist da los? Und oh, was steht da? Hab einen schönen Tag. Das Ziel ist, 200 zu haben und ich habe gerade 0 steht da. 0 von 200 geschafft. Was ist das denn hier? Eine 1 oder was soll das sein? Oder, vielleicht soll das irgendeine andere Bedeutung haben. Interessant, was der Künstler sich dabei gedacht hat. Dann haben wir ein modernes Haus. Können wir das Ganze kaufen? Nee, der ist wahrscheinlich noch hier am Bauen. Aber es könnte am Ende wirklich auch ein schickes Haus werden. Junge, wie kreativ die ganzen Leute sind. Hey, was ist das denn hier? 10 Robux? Also meine Among Us-Mädchen kostet nur 2 Robux. Und der hat auch nicht so einen coolen, so einen coolen Po, muss ich sagen. Ja, wie meine. Was ist das denn hier? Der baut hier, irgendwas Nächstes. Ah, der baut ein Pixelart mit Among Us von oben betrachtet. Interessant, interessant. Alter, das sieht cool aus. Der hat einfach solche Inseln gebaut. Junge. Und was? Wie viel kostet das? Ah, 10 Robux. Ich dachte 100. Schön. Der heißt einfach Noobgott. So siehst du auf jeden Fall auch aus. Aber so baust du gar nicht. Du baust richtig gut. Okay, Freunde, für welchen soll ich mich entscheiden? Ich würde sagen, ich finde den ersten eigentlich am schönsten. Der hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich würde sagen, wir gönnen uns das Ganze. Jetzt mit 10 Robux können wir uns auf jeden Fall diese Skulptur oder dieses Bauwerk jetzt hier gönnen. Katsching. Oh ja. Ich hoffe, es freut dich hier. Und jetzt hat der 65 Robux verdient. Oh ja. Schreibst du irgendwas oder stehst auch nur AFK hier rum und zockst anderen Leuten das Geld ab? Ich hab dich was gefragt. Ich bin ja echt ganz schön da, muss ich sagen. Okay, dann gehen wir weiter. Ich glaube, die stehen alle hier AFK rum und warten hier bis, irgendwie seine Bauwerke verkauft. Was ist das denn für ein Bauwerk hier? 10 Robux, das ist ja noch nicht mal fertig, ey. Und, das sieht aber dafür krass aus. So eine Rakete hat er einfach hier gebaut. Wir können sogar nach oben klettern hier beim Bauwerk. Hallöchen, alles klar bei Ihnen? Was
geht ab? Kann man hier in die Rakete reingehen? Hallo? Passe ich hier durch? Jo, man kann einfach hier drinnen sitzen in der Rakete. Okay, es geht jetzt ab zum Mond. Zündungen. 3, 2, 1 und let's go. Let's go? Nein? Okay, dann nicht. Ey, ich will hier raus. Ey, Hilfe. Ich will nicht in den Mond geschickt werden. Interessant. Und auch er hat ein Among Us Männchen gemalt, muss ich sagen. Aber nur so ein Pixel-Art hier. Also da fand ich meine Skulptur besser. Okay, was ist das hier, Freunde? Ich weiß es nicht, aber sieht irgendwie aus wie so ein kleines Auto oder sowas. Was steht da? Bitte kauft irgendwie beim Bauwerk für 5 Robux. Bitte. Ich brauche ein paar Robux. rein Portal hier. Oh, kann ich damit auch in den Nether? Also wenn das Ganze funktionieren würde, würde ich das Ganze kaufen für 5 Robux, aber so auf jeden Fall nicht. Hashtag. Der hat auch noch keine Bauwerke. Bitte kauf meine Gebäude hier. Jo, du hast ja noch gar nichts, was man hier kaufen kann. Was ist denn da los? Okay. Wir entfernen mal die Ente und fügen zu unserer Sammlung. Ja, ihr seht es hier, diese Insel zu. Für 10 Robux verkaufe ich das Ganze. Ding, Leute. Oh ja, kommt alle auf jeden Fall her und kauft meine Skulpturen. Ich habe gerade 0 von 10 Robux verkauft. Hallo? Hi, bye. Oh ja, okay, dann schauen wir uns um. Was geht denn hier in der Lobby ab? Ich verkaufe Augen, steht da? Junge, okay, das hört sich ein bisschen gruselig aus. Hallo, was meinst du mit Augen? Das soll Augen sein, alles klar. Ich gehe ja schon wieder. Alter, okay, der war verrückt. Yo, was ist das denn? Pixelart hier? Oh mein Gott, Alter, hier sind richtig viele Leute. 10 Robux. Das ist meins. Sagt ja, der hat einfach seine Skulpturen gekauft und verkauft die einfach hier weiter. Oh ja. Willst du mein Bauwerk kaufen? Ja, natürlich. Was? So einfach geht das Ganze. Okay, Freunde, wir müssen auch ein bisschen Werbung machen. Oh, was ist aber das denn hier? Oh mein Gott, Alter, der hat schon... Oh mein Gott, was? 2159 Robux einfach verdient damit. Junge, aber was ist das auch für ein heftiges Bauwerk hier? Guckt euch das Ganze an. Aber, oh, steht noch nicht zum Verkauf frei, oder? Man kann es doch nicht kaufen. Einfach hier ein riesengroßes Schiff. Ah, richtig schlau. Guck mal, der hat in jede Hälfte, hat er so ein Part vom Schiff gebaut. Das ist ja übertrieben heftig. Guckt euch das Ganze an. Kann man irgendwie aufs Schiff so drauf? So, Hallöchen. Und, oh, ey, ich ertrinke. Rettung. Ja. Hey, wie kommen wir denn in das Schiff hoch? Ah, hier an der Seite. Oh, sogar ein Helikopter. Landerplatz gibt es. Und oh, kann man hier rein? Okay, nee, das leuchtet einfach nur so. Da hat man hier sogar so Sitze oder so. Die sieht aus wie Zähne, die Sitze, muss ich sagen. Ja. Alles klar, interessant. Junge, das ist ja über. Hä? Wie bist du da runtergegangen? Hä? Yo! Wir sind jetzt... Oh, hallo? Irgendwie... Wo sind wir? Wo sind ich? Hilfe! Ja, ich stecke hier fest. Alter, wir können einfach hier reingucken. Oh, interessant sieht es hier unten aus. Wir stecken jetzt hier... Hey, mit unserem Kopf fest. Ah, okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall hier... Oh mein Gott, im Schiff. Hey, wieso lege ich mich die ganze Zeit hin? Oh mein Gott, Junge, der hat hier richtig krass gebaut. So was, es gibt sogar eine eigene Dusche, ey. Und dann komme ich einfach mit meinem Among Us Po einfach an. Junge, man kann sich sogar hier reinlegen. Alter, okay. Der hat sich auf jeden Fall richtig... Oh, sogar eine Toilette gibt es hier. Hey, hat manchmal ein bisschen Privatsphäre. Junge, der hat sich ja richtig viel Mühe gegeben, muss ich sagen. Holy Macaroni. Wir schreiben ihm mal. Das ist unglaublich, ey. Junge, was hat der denn hier bitte gebaut? Und jetzt kann man anscheinend hier wieder hochgehen oder so. Oder komm ich hier raus? Ja, da sind wir oben wieder angekommen. Junge, richtig heftiges Schiff, muss ich sagen, einmal. Willst du meine Skulpturen auch sehen, Kollege? Junge, komm mit. Oh Gott, der hat mich jetzt richtig hohe Erwartungen einfach an mich. Ich meine, der hat so ein ganzes Schiff gebaut. Und jetzt komme ich einfach mit meinen Kunstwerk um die Ecke und tada, wie findest du mein Kunstwerk hier? Und, hey, hier drüben bin ich und was sagst du dazu? Oh ja, hier, dieser Among Us-Menschen, ey, schau dir den gern an, also, wenn du Interesse hast, schau dir es gerne an, 2 Robux kostet das Ganze nur, oder hier, haben wir eine Insel für 10 Robux, oder hier, die Freiheitsstatue, die heftigste Skulptur für 100 Robux, oh ja, wie findest du das Ganze? Alter, was hast du überhaupt für ein verrückter Skin, ey, ja, muss ich sagen. Ah, wir haben einen Supporter hier am Start, guckt euch das Ganze mal, oh, er schaut sich auch mein Kunstwerk auf genaueste Art und Weise an. Hallöchen, möchten Sie irgendwas kaufen? Among Us, schreibt er. Oh ja, warte mal, wir schreiben mal. Magst du es? Oh ja, oh, die gucken sich sogar das Detail an. Oh, da ja, da hinten, das soll sie am besten nicht angucken. Oh mein Gott, ey. Ich hoffe, sie denkt sich nur so, Alter, was ist das denn? Was hat er da gebaut? Wow, schreibt sie. Oh ja, oh Gott, ich meine ja. Dankeschön. Sie ist bestimmt komplett verstört, ey. Ja, naja, vielen Dank. Aber ich habe leider keine Robux. Ach, schade. Naja, dann schauen wir uns mal ihre. Mehr Meisterwerke. Und was ist das denn hier? Guckt euch erstmal das Ganze an. Wir haben hier, ein Panzer für 6 Robux. Dann haben wir hier noch so einen Skin auch für 6 Robux. Und dann haben wir so eine Landschaft. Ah, die Nether. Guckt euch das Ganze an. Hier ist so die Oberwelt. Und dann geht man durchs Portal. La. Und dann ist man hier, im Nether angekommen. Coole Idee, muss ich sagen. Also die Leute sind hier echt, ja, ganz viel kreativ. Okay, jetzt geht es um deine Kunst. Hier. Mal schauen, was du hier am Start hast. Oh, was ist das denn hier? Oh, einfach ein Portal. Das haben wir ja schon angeschaut. Ah, das hier, das hat sie gebaut. Warte mal, sie hat bis jetzt 0 Robux verkauft. Interessant. Was ist das Ganze? Ah, so ein
Pixelart von oben. Und ah, sie macht anscheinend so Pixelart. So, und so eine Schnecke hier. Und jo, was geht denn hier ab? Ist das hier Deadpool? Ein Deadpool-Pixelart? Was für 10 Robux verkauft der? Oh mein Gott, auch das Ganze. Wieder so ein Among Us-Männchen. Sass. Ha, steht der und oh ja, yeah, so sieht der Among Us von hinten aus. Aber hier keine Details hinten am Start. Ja, ja, ja. Da hat es meiner besser für. Oh mein Gott, 69 Robux hier in Among Us. Und Junge, was ist das denn hier? Für wie viel? 100 Robux? Das ist so eine ganze Station. Junge, das sieht ja übertrieben heftig aus. Also die Leute sind hier echt übertrieben heftig unterwegs und haben hier wirklich die krassesten Bauwerke teilweise. Ha, was ist das denn? Einfach so ein Pufferfisch. Der ist doch von Minecraft, ey. Und schaut mal, was ist das denn hier? Der hat einfach hier ein ganzes Auto oder irgendwie sowas gebaut. Und hier an der Insel. Ah, der hat mehr Bereiche für Skulpturen. Der hat einmal ein Auto für 100 Robux. Das geht einen Daumen nach oben. Dann hat er hier einen Wasserfall. Daumen nach oben. Und dann hat er hier... Nee, das gefällt mir nicht so. So krass. Aber oh mein Gott, Junge, was ist das für ein riesen Bauwerk? 250 Robux. Junge, Junge. Einfach solche Leuchten, die sehen aus wie so Raketenstation oder was auch immer das sein soll. Junge, das könnte auch in so einem Film sein. Richtig krasse Künstler, die am Start sind. Der hat sogar, oh, 800 Robux hier verkauft. Ha, wie sieht der denn aus? Mal schauen, was der so Kollege hier verkauft. Alles klar, 15 Robux, was ist das hier? Ah, ist das so eine VR-Brille oder sowas? Dann haben wir hier so ein Meisterwerk. Oh, einen schönen Turm. Dann würde ich sagen, lalalala, klettern wir mal da ganz, ganz oben. Oh, man kann da sogar reingehen. Ah, jo, man kann hier echt sogar reingehen. Guckt euch das Ganze an. Okay, aber wie kommen wir jetzt raus? Hallo, kann ich hier runter? Oh, da sind wir jetzt hier unten angekommen. Ah, okay, man hätte auch von unten reingehen können. Und dann hier noch so ein Panzer. Yo, einfach solche Minecraft-Diamantschwerter oder Diamantspitzhacken. Richtig cool. Und ein Minecraft, ist das ein Nether, glaube ich, ne? Ja, das sollte hier der Nether sein in Minecraft. Und solche Diamantschuhe und Hosen. Junge, einfach in richtige Minecraft-Zeichnungen. Und dann haben wir jetzt hier... Okay, daran baut der gerade noch. Ja, 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 mach weiter so, Kollege. Dann haben wir hier so ein Axolotl oder was das ist. Und solche Clownfische. Interessant. Junge, Junge, das sind wirklich richtig heftige Kunstwerke, die am Start sind. Der baut auch schon ein Haus, hat daneben schon ein Auto gebaut. Interessant, ey. Was die verschiedensten Leute alle bauen. Manche bauen so Pixel-Arts, manche bauen richtig krasse Meisterwerke. Oder hier, guck mal, das ist ein Pokémon, glaube ich, ne, dass er hier baut. Heftig sieht das aus. Der ist aber auch noch gerade am Bauen. Okay, okay. Ha, das ist einfach ein Tintenfisch, Hallöchen. Wieso ist ein Auge kleiner als das andere? Interessant, interessant. Oh, und auch Among Us. Und oh mein Gott, wie sieht die Ente denn aus? Ich glaube, ich werde heute Albträume bekommen. Die sieht ja echt lustig aus. Was ist... Oh, ist das ein Obby oder was? Was hat der denn hier komisches hinplatziert? Okay, wir klettern. Oh mein Gott, nach oben, Junge. Einfach ein Obby. Okay, Freunde, ich würde sagen... Mal schauen, wie einfach das hier sein wird. Junge, der hat einfach einen ganzen Obby hier gebaut. Ich glaube es nicht. So, zack, zack. Okay, okay. Bis jetzt sieht es gut aus. Und zack, Freunde, easy. First try haben wir das Ganze. Oh, geschafft. Es geht, glaube ich, hier ein bisschen... Oh, okay, weiter nach oben. Aber wir müssen jetzt hier um die Ecke springen. So, ab geht es jetzt hier. Oh, weiter nach oben, Junge, Junge. Wie weit geht denn hier? Oh, okay, wir müssen hier links vorbei. Zack, der Obby hier rechts vor. Alter, es geht ja übelst weit. Und oh, komm schon. Nicht runterfallen, Freunde. Nicht runterfallen. Nein. Alles klar, alles klar. Wir haben es fast bis nach ganz oben geschafft. Aber ohne coole Idee, muss ich sagen. Einfach so einen eigenen Obby hier gebaut. Junge, das ist wieder dieser Big Ben. Den hatten wir doch schon. Oh, was ist das denn hier? Ein Tsunami hier für 10 Robux. Und ein Burger hat der für 3 Robux. Und was ist das hier? Ein Hotdog, glaube ich. Echt schöne Kunstwerke teilweise dabei. Genau den hatten wir schon mal gesehen. Und oh, 600 Robux hat er auch verdient, Freunde. Ihr seht es. Man kann also echt teilweise richtig viele Robux verdienen, wenn man, oh, coole Bauwerke am Start hat. Schaut euch das Ganze mal. Einfach so eine Stadt hier. Das sieht auch, oh, übelst krass aus. Alles klar, dann gehen wir mal hier weiter. Was ist das hier? Okay, das sieht auch, naja, so aus. Und, was haben wir denn hier? Eine Freiheitsstatue. Also da würde ich direkt zuschlagen. Oder, eine Insel. Oder, das sieht auch nicht schlecht aus. Und schaut mal, Freunde, hier, oh, die Freiheitsstatue hat sogar 5 Likes bekommen hier. Wie heftig ist das denn? Und, oh, der hat sogar 2 Likes bekommen. Und unser Among Us hat... Ja, na toll, reden wir nicht drüber. Und? Was? Freunde, unser Among Us-Männchen wurde verkauft für 2 Robux. Haha, was das bedeutet. Wir haben jetzt heute insgesamt 2 Robux verdient. Ey, dankeschön. Wer auch immer das hier war, hallo? Und mit diesem Erfolgserlebnis würde ich sagen, beenden wir das Ganze auch. Wir waren jetzt wirklich heute ein erfolgreicher Künstler und haben unsere eigene Skulptur gebaut. Und am Ende konnten wir sogar eine Skulptur einfach von uns verkaufen und haben dadurch einfach echtes Geld verdient. Oh ja. Und dann würde ich aber sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Santex Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.